wird es auch eine völlig andere Lernkultur geben, weil nicht mehr die Lehrer sind diejenigen, die das Wissen hüten und weiterverbreiten, sondern das Wissen ist vorhanden in Form von digitalen Medien. Deshalb wird sich die Lehrerrolle ändern und damit auch die Lernkultur insgesamt durch die digitalen Medien. Digitale Medien können einen großen Beitrag für die Bildung leisten, vor allem wenn es um individuelle Förderung geht. Beim Thema Inklusion, das kann ich mir ohne digitale Medien gar nicht vorstellen. Das Erste, was glaube ich wichtig ist, wenn wir von Geräten in Schule ausgehen, sollten wir in Zukunft viel stärker von mobilen Geräten ausgehen, Smartphones, vielleicht auch Tablets, die die Kinder selber mitbringen, die privaten Geräte und die letztendlich so eine Brücke darstellen zwischen den Geräten, die sie zu Hause haben. Wenn man so Zeitungsartikel liest, dann wird immer vom Ende der Kreidezeit gesprochen oder von der papierlosen Schule. Das Bild, das wir hier sehen, das ist 3 Wochen alt und aus einer Gesamtschule hier im Rheinland. Da sieht man eigentlich schön, wie Lernszenarien eigentlich eben eine Mischung aus Analogem, aus Schulbüchern, aus Papier sind und Rechnern, die da auch ganz selbstverständlich dazwischen sind. Kommt drauf an, was ich erreichen will. Ich überlege mir, also ich würde erst, also zunächst von den Inhalten ausgehen. Ich würde mir überlegen, was will ich sagen, welche Leute habe ich noch nicht, wen möchte ich erreichen und davon abhängig machen, welche Medien wähle ich, welche Formate wähle ich. Die beste Möglichkeit, Leute zu aktivieren, ist immer, sie in Brand zu setzen, also jetzt im übertragenen Sinne, also für etwas zu faszinieren, ihnen erstmal Angst zu nehmen und dann wirklich zu zeigen, was sie mit etwas bewegen können. Die Werkstatt könnte den außerschulischen Bereich und den schulischen Bereich miteinander verknüpfen und möglicherweise wird so Unterricht oder Lehre auch noch ein bisschen spannender. Da spielt dann auch wieder so diese Atmosphäre in der Schule selber oder in der Bildungsinstitution selber eine große Rolle mit. Also ist das eine akzeptierende Atmosphäre oder hat eigentlich jeder Angst, was Unbekanntes zu machen, weil er einen Fehler macht, weil er dann kritisiert wird? So, da müsste man ansetzen. Es geht darum, die Möglichkeiten auszuloten, die digitale Ressourcen bieten. Es ist wie bei allen technischen Innovationen ja in der Geschichte auch, dass technische Innovationen nicht per se gut sind. Also es geht nicht darum, Digitalisierung zu machen, digitales Lernen zu machen, nur um der Digitalisierung willen, sondern herauszufinden, welche Chancen, welche Möglichkeiten Digitalisierung bietet und dann zu entscheiden, was bewährt sich nicht. Also gebt uns Feedback, gebt uns gerne in einem Jahr Feedback, gebt uns früher Feedback, ihr wolltet doch das und das machen. Also wir versuchen, die Community mitzunehmen. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, glaube ich, positiv, konstruktiv, das auch zu machen, damit man, und unsere Aufgabe ist es eben, sich nicht von der Praxis zu entfernen, sondern digitale Bildung in der Praxis tatsächlich abzubilden.